Gimme 5. Toll, dass es nach der ersten FKF-Convention im Jahr 2015 in Essen nun die mittlerweile fünfte Veranstaltung für Freunde und Fans von Freizeitparks und Kirmesattraktionen gab. Wie immer ein super Treffpunkt zum Austausch untereinander, nicht nur für Mitglieder des Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V., kurz FKF, sondern auch für all diejenigen, die nicht zu diesem Verein gehören. In toller Atmosphäre in den Räumlichkeiten der Firma Zipgate in Düsseldorf fand die Veranstaltung 2019 statt. Es geht los! Aber vor allem sind wie immer alle gespannt auf die Beiträge der Speaker an beiden Veranstaltungstagen. So startete der erste Tag mit dem Speaker und FKF-Urgestein und auch FKF-Mitbegründer Ralf Latotzky, seines Zeichen für viele tolle Publikationen des Vereins verantwortlich. Und so begeisterte er mit einem Rückblick unter dem Motto von Spookorama zu Phobiarama auf die Entstehung des Werkes zum Thema Geisterbahn, wie immer mit lustigen Fotos und tollen Anekdoten gespickt. Täglich reingefriebelt. Also denkt euch einfach den Teil hier weg, dann habt ihr die Bahn von früher. Sie haben also 10 Meter mehr Front und 20 Meter mehr Strecke. Es folgten Tobias und Florian Otten. Hier entstand eine Symbiose zwischen den Brüdern, der eine mit Begeisterung für Freizeitparks und der andere mit Spaß an der 3D-Drucktechnologie, was sie schließlich zum Bau eines Modells vom Lechcoaster aus dem polnischen Legendia bewegte. Wie der Entstehungsprozess vonstatten ging, dokumentierten sie in ihrem Vortrag und präsentierten das aufgebaute Modell auf der Convention. Das Modell im Maßstab 1:32 war wirklich beeindruckend. Im Original beträgt die höchste Stelle des Coasters 40 Meter, beim Modell immerhin noch beachtliche 1,20 Meter. Aber auch Speaker, die direkt aus der Branche stammen, besuchten immer wieder gerne die Convention. So auch Manuel Prosotovic vom Moviepark Germany. Er zeigte die Erfolge des Themas Halloween im Park auf, von den Anfängen im Jahr 1997 bis zum aktuellen Halloween Horror Festival. Aufbereitet mit Zahlen, Fakten, Fehlern und Highlights. Daniel Hilpert war der vierte Speaker am Samstag und zeigte seine Begeisterung für Wirtschaftssimulationen mit Freizeitpark- und Kirmesthematik, vor allem die Software No Limits 2, welche er mit eigenen Programmierkenntnissen so aufwertete, um daraus eigene Simulationen zu entwickeln. Ziel dabei ist das Erlebnis, als sogenannter Rekommandeur selbst Kirmesattraktionen zu steuern, zukünftig dann auch mit Hilfe der VR-Technologie. Der Tag wurde dann abgeschlossen mit einer Verlosungsaktion und 3 Quizrunden, die wie immer lehrreich für alle Beteiligten waren, nicht nur für die Kandidaten. Auch Tag 2 wartete mit weiteren Highlights auf. Gestartet mit Tessa Mason und Tobias Scheres vom Attractionpark Toverland. Man erfuhr etwas zur Parkgeschichte und vor allem zur Entstehung des letzten Themenbereichs Avalon mit den Attraktionen Phoenix und Merlin's Quest sowie dem neuen Eingangsbereich Port Laguna. Bewegende Bilder gab es dann in einem Film über die Erlebniswelt Gruselabyrinth NRW. Holger Schliemann präsentierte zum einen seine Familiengeschichte, zum anderen die Entwicklung des Grusellabyrinths, angefangen in der Villa Fernsicht, über Kiel bis hin zum heutigen Standort in Bottrop. Es sind auch für Außenstehende sehr imposante und emotionale Einblicke gewesen, die wohl jeden auf der Convention berührt haben müssten. Den Abschluss des Tages und auch der letzte Speaker war Bruno Baumeister, bekannt für die außergewöhnliche Art zu reisen. Und wie sagt man immer, das Beste kommt zum Schluss. Souverän führte Bruno durch den Osten von Europa und den angrenzenden Ländern mit allerlei Kuriositäten in den Bereichen Achterbahnen und Fahrgeschäfte. Vor allem die Fotos und die Beschreibung der diversen Konstruktionen, die von einer TÜV-Abnahme so weit entfernt sind, wie wir von der nächsten Galaxie, als auch sonstige Reiseerlebnisse, die genauso spannend und lustig waren. So ist Bruno mit seinen Berichten immer ein Garant für offenstehende Münder, denn es handelt sich ja meist um Ziele, die der normale Fan nicht so wirklich auf dem Schirm hat.
Neben dem beachtlichen Modell der Ottenbrüder feierte auch die neueste World of Parks Modellachterbahn ihre Premiere auf der Convention. In 75 Arbeitsstunden mit 2500 Teilen und einem Preis von 750 Euro fuhr eine Achterbahn ihre Runden durch eine Station, welche mit einem Dschungeltempel-Thema versehen war und Tempel der Tiger getauft wurde. Vereint waren hier Lego Classic, Lego Technik, Lightstacks und zwei Sets des Cyclone Block Roller Coasters von Coaster Dynamics Blocks. Neben dem eigentlichen, authentischen, jedoch vorgefertigten Fahrsystem lag das Hauptaugenmerk auf die Thematisierung der Station und entsprechender realistischer Funktionalität wie die Gates, die man ebenfalls automatisch öffnen konnte. Wieder dabei war auch die riesige Fahrschiebsammlung von André Lippold. Beim Stöbern konnte man wieder in Erinnerung an Fahrten auf der ein oder anderen Kirmes schwelgen. Im Rahmenprogramm waren natürlich auch reichlich Speisen und Getränke enthalten und auch ein gemütliches Zusammensein nach dem ersten Tag durfte in einer externen Örtlichkeit nicht fehlen. Am Ende der zweitägigen Veranstaltung wurde dann auch noch verkündet, dass sich für das Jahr 2020 der Veranstaltungsort ändern wird. Nach 4 Jahren bei der Firma Zipgate findet am 25. und 26. Januar 2020 die 6. FKF Convention im Europapark statt. Darauf können alle jetzt schon gespannt sein. Wir sind natürlich auch voller Vorfreude und sind begeistert und werden natürlich auch weiter für euch berichten.